Coole Schlacht. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ganz schnelle Ansprache. Der ist schon tot. Die ist schon tot. Wir erobern Herb. Ha ha ha. Und die Eisen sind auch hier. Süß, die Eisen wollen stürmen wahrscheinlich. Kämpfen gegeneinander. So, hauen alle ab. Yay. Da drüben sind sie. Dann greife ich mal das Tor an. So. Ja, das ist doch schön, oder? Aber ich greife die Snowball an. Ich brauche die Punkte. Ja, hat wieder mal nicht gezählt. Hey, ich habe so viel angeklappt. Ich habe so viel angegriffen. So. Die kann nicht ranken irgendwie. So, das ist ein Wächter. Schön, und ich vorne mit dabei. Das ist doch schön. Ah, das tut schon gut. So, könnte ich auch die angreifen. Ah, da ist schon tot. So, oder die sind von der Klippe, von der Bergmauge fallen. Wollen sich zurückziehen. So. Lol. Bisschen buggy. Bisschen laggy. So. Und. Ja, aber so, dass es die Flagge auch noch endet. Komm schon. Jäger im Tarn. So. Und kommen wir was? Es geht, glaube ich, immer noch einige Zeit, bis wir die Punkte bekommen. Damit die anderen wieder Zeit haben, das zurückzuholen. Oder ist schon passiert? Ist das schon passiert? Nee. Okay, gut. So, danke, danke. Ich traue mich jetzt nicht raus. Jazar. Der Jazar. Mr. Jazar. Nein, nein, nein. Es kommen jetzt plötzlich wieder so viele. Ja, ja, sonst hätte ich wirklich noch die Dinge eingesetzt. Topsucht, genau, die Topsucht. Ha. Boah, sind das viele gewesen. Plötzlich sind wieder so viele. Aber es ist gut, dass die Eisen angreifen auch. Und hier ist der Mastermind. Immer noch am Boden, der Mastermind. Der denkt jetzt, ja, wird wieder belebt. Ganz klar. So, jetzt möchte ich noch kurz schauen. Ja, wir bekommen die Punkte nicht, wahrscheinlich weil die Eisen schon bekommen haben. Niemals. Ja, es sind zu viele. So. Ich bin so frech, ich sag einfach dem
Little. Niemals. Ja, ich gehe mal nach oben und schau. Ich will doch auch etwas zeigen, oder? Hey, oh. Ich will doch etwas zeigen, jetzt hauen sie ab. Die blöden Eisen. Voll blöd, weißt du. Aha. Ja, aber hier geht die falsche Seite. Ja, lieber die Kushi angreifen. Oder der Kushi. Mito, Andalusia. Okay. Leute, wo ich nicht kenne. Hm. Saromir. Ja. Die sind ein bisschen... sehr aggressiv, die Süden. Wahrscheinlich sind sie jetzt gerade mal ein bisschen am zittern. So, dass sie zittern, dass sie... Ja, dass sie nicht abhauen, nicht ängstlich sind, sondern dass sie einfach verzweifelt sind. So, jetzt da wollen wir noch ein bisschen mehr haben hier. Könnten wir es eigentlich auch mal angreifen, aber... Sie greifen nur mich an. Wieder schnell wieder abhält. So geil. Ach komm schon. Ey. Leute, greift ein bisschen früher an. Ein bisschen schneller. Ja genau, sterbt doch noch vom Fallschaden. So, geschafft. Eigentlich geschafft. Die haben wir nicht wieder. Wir sind einfach zu viele, das ist so geil. Wieder mal super Zeit gefunden. Ich bin erst 39 Minuten drin und habe eigentlich die Hälfte noch gelevelt. Wo ist der? Wo ist der? Ja, schon lange tot. Da ist er. Sony Benz. Du hast einen heldenhaften Tod errungen, der extrem sinnlos war. Ich will auch ein Schütze sein. Gib mir mal einen Bogen. Ich kann besser zielen als schützen. Ich mache viel mehr Damage mit dem Bogen. Gib mir mal einen Bogen. Cheatet ihn mir in die Hand. Ja, ich gehe jetzt nicht mit. Das ist doch blöd, die ganze Zeit jagen gehen. Maxi, Banshee. So. Große Regeneration, cool. Ja, der brennt von den China-Nudeln. Wo ist der Trollololololol? Wo war er jetzt? Da. Trollololololololol. Den kann man gut merken. Der ist auch jeden Tag on jetzt, plötzlich. So, passiert hier noch was? Nur 200, das lohnt sich eigentlich nicht. Wir könnten jetzt leveln gehen oder so. Oder einfach den mit. Wie viel haben wir da? 41, 200. Hallo, schaut mal, die Außen kommen von dort. Ja. Die Söden sind, haben einfach keine Eier. Die haben eher Nüsse. Die haben eher Nüsse. Kleine Nüschen. So, ich will aber noch einmal angreifen. Und wo ist es? Nirgends. Sie sind nirgends mehr. Was? Auf Deutsch bitte. Braucht Mito jetzt schon 4 Beshis? Ist ja peinlich. Ah, weil er mit 4 Beshis herumläuft. Ja, wieso nicht? Kann er doch machen, oder?
Ja. Ja, da gibt es immer wieder diese Leerphasen in diesem Game, wo einfach nur verteidigen ist. Die würden das lieber irgendwie besser machen. Indem man einfach kurz die Punkte bekommt und dann haben wir wieder raus, fertig. Aber nein, man muss sie erobern, die Forts und alles Mögliche. Halt die Dinge, die Währung war Master Coins nicht so wichtig machen. Aber dafür, dass man es überbekommt, dann während den Fortschlachten, also wenn man zum Beispiel das Relikt nimmt, dass man dann War Master Coins bekommt oder sonst irgendwas, dass einfach keine Wartezeiten drin sind. Weil so scheiß Wartezeiten habe ich wirklich nicht gerne. Das hat niemand gerne, der Action spielt, der so richtig Action will haben. Mein Bizep brennt, es hat so mein Arsch zerbrannt. Dein Bizep hat ja einen Arsch verbrannt, oder was? Okay. Und der eine postet Sachen in den Handelsstadt. Koloss-Handschuhe. Aber für Level 59, ja. Da möchte man doch lieber Level 60 sein. Und für was sind diese rituelle Scherben? Keine Ahnung. Ja. Tiara. Naja, gehe ich noch kurz ein bisschen. Ja, noch nicht, aber später dann Mobs killen. Einfach nur da. Alle Leute sind hier da und machen nichts. So. Aniria ist wieder hier. Und Anira eher. Nicht Aniria, sondern Anira. Und hier drinnen ist niemand sonst mehr. Okay. Ja, lass es jetzt. Hey, Gott, oh Gott, immer diese Post. Voll ausgerüstet scheinbar. Oh, die 7 Millionen sind auch schon erreicht. Sehr gut. Das ist so meine Achievement. In einem Game möchte ich mir so viel Gold wie möglich haben. Weil ich ja nichts ausgeben muss oder so, einfach für Reparaturen geht es bei mir eigentlich recht schnell. Und ja, weil ich auch sehr viele Items verkaufen werde wieder, weil sie eben zu schwach sind. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo ein Alse ist. Oh, ein Alse. Eine giftige Alsin. Und da ist ein Syrte. Kann man hier auch runterfahren? Ja, Leben nach Problemen. Aber man glitscht, also man rutscht eigentlich durch, weil es keine Texturen sind. Keine Halt am Körper hat, also am Charakter. Rutscht man einfach durch und fällt dazu zu Boden. Hindurch. Finde ich lustig. Also Mühe haben sie mit dem Modell, die, also Ding nicht gemacht. Manchmal kann man in einen Stein glitschen, manchmal kann man irgendwo dazwischen, irgendwo ja, zwischen einem Riss, dann ruckelt man so, oder zwischen zwei Steinen ruckelt man und so weiter. Also gut ist es ja nicht gemacht, aber ja, ich weiß nicht, wie das Game entwickelt wurde. Wahrscheinlich haben sie schon Mühe gemacht, bis sie das Game veröffentlicht. Eröffnet haben, aber haben halt viele Sachen auch ja, vergessen, vor allem oder aus Zeitgründen nicht reingemacht und das einfach nie gefixt. So. Und der Zekirax. Was ist jetzt eigentlich? Alsen.
Lidl lohnt sich, ja, da Lidl lohnt sich manchmal schon. Der Pennymarkt, oh, Pennymarkt. Zum guten Glück haben wir den nicht. Sonst müsste ich noch in der Nacht einkaufen oder was. Voll der 24 Stunden Laden, Mann. So, hahaha, Tankstelle. Ja, Tankstelle haben wir. Aber wahrscheinlich auch nicht alle 24 Stunden. Noch 6 Minuten. Mal auf die andere Seite schauen. Tankstelle gleich Supermarkt. Ja, für manche schon, die nichts Anständiges brauchen. Aber für mich nicht. Ich brauche Schoki. Haha, in der Türkei haben wir sowas. Dafür habt ihr kein Wissen. Haha, mein Scherz. Türken sind bei uns immer die Angeber. Immer die, die sich auf Kuh machen und so. Denken sie, wir wissen am meisten. Deshalb kommt dieser schwarze Humor. Aber sie sind auch nicht, also sie sind wirklich manchmal nicht. Es kommt halt, es kommt nicht auf die Türken drauf an, es kommt auf die Türken drauf an, die nicht nett sind, sozusagen. Und es gibt auch Schweizer, die nicht nett sind, natürlich. Und das auch sehr viele. Natürlich mehr als Türken, weil es weniger Türken in der Schweiz gibt. Aber voll der Döner-Kebab überall. In jeder Straße ist Döner-Kebab. Voll Döner-Kebab. Also mega. Mega Invasion der Döner-Kebab-Läden. Das ist schlimm. Und alles Schweizer fressen es. So langsam haben die wahrscheinlich zu lange nicht geschlägelt. Da müssen sie Mobs angreifen. Also Celila hat wahrscheinlich schon lange nicht mehr mit diesem Charakter gespielt. Oder haben sie es wieder zurückgesetzt? Scheinbar nicht. Aber wann kommt der nächste Patch? Hä? Wann kommt der nächste Patch? Ja, was ist jetzt? Oh, Shanarite sind die toll. So richtig toll. Nee, Mama ist im Urlaub. Ich bin zu Hause. Aha, kleiner Mond. Hallo, Josh. Hallo, yes, sir. Munzi im Burger King? Oh, der ist fech. XD. Ja. Noch 4 Minuten. Es passiert leider nichts. Ich wollte eigentlich noch warten, ob irgendwas passiert. Aber die Leute haben einfach keinen Mumm. Also, sie sind nicht so selbstmördlich wie hier irgend. Wie wir am alles Schamalfort gestorben sind nacheinander. Also ich nicht. Also ich bin ein oder zweimal gestorben. Die anderen ungefähr 20 Mal. Das ist ein großer Unterschied. Und weil ich halt einfach nicht Kamikaze gemacht habe und halt taktisch angegriffen habe. Aber das können die auch, wollen es wahrscheinlich einfach nicht. Und deshalb. Ja genau, sie greifen jetzt wieder an, um uns wegzulocken, damit wir keine Belohnung bekommen. Schaut, wie Leute wecken! Die denken, sie kommen wieder zurück, aber die wollen wahrscheinlich auch die Belohnung nicht. Oh, jetzt gibt's den Hackfleisch. Oh, Hackfleisch. Lecker Hackfleisch. Boah, diese blauen Botschaften. Der Maxi kommt zurück. Ja, sind alle gelb jetzt. Also ist eigentlich Level 60 für mich jetzt auch gelb. Cool. Cool. So, aber dann muss ich wieder leveln. Also jetzt habe ich begonnen. Ich bin jetzt erst wieder seit morgen wieder reingegangen. Um 22.30 Uhr. Und jetzt,
Ja, habe ich jetzt eben nur ein bisschen kurz gelevelt, also von hier bis hier hinten und sonst nichts. Und dann habe ich eben gesehen, dass ganz viele Leute bei Herb angreifen wollen und dann bin ich mit und Tolhas Haus wie am Anfang des Partners war richtig cool. So eine mega Invasion, finde ich richtig geil. Bin doch Noob. Bin doch ein Noob. Ich beschütze dich. Ich werfe mich in die Kugel. In die Kugel. Die Kanonenkugel. So der Bang. Mit Ragdoll Physik. Der extra Klasse. Extra angebaut für diesen Moment. Und sonst nix. Ganze Game nix. Kein Ragdoll. Muff. Massenverbannung. Ja. Doktorade. Doktorade. Voll der Rocktorode. Der Bergdoktor. Und? Hallo. Ich schlafe noch ein. Ich will dir nachklappen. So. Angekloppt, noch 59 Sekunden, okay. Es passiert was wieder mal ein bisschen etwas mehr. Richtig toll. Samal Fort wird angegriffen. Oh, jetzt wollen sie die ganze Burg, das ganze Reicher Ding betreten oder was? Und das Schanarit ist immer noch, ja. Ach, diese Hirten sind wieder mal lustig. Halt, stopp, jetzt rede ich. Yasa! Was hat er gesagt? War nie Lust, Josh zu sappen? Foltersuppis. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Yay! Wow! Schaut euch mal die Erfahrungspunkte. Minusrekord. Was? Gab nur einen Revok von 2 Gems. Aha, von League of Legends haben sie es. Das habe ich schon gedacht, es gab irgendwas von Champions of Legends. So, und was macht ihr jetzt? Oh, voll das Headset nach vorne geschoben. So, was machen wir jetzt? Eigentlich das Ding mit einnehmen, oder? Schon ein Riedkästl. Ist langweilig. Ich gehe mal mit denen mit. Sie haben das erobert. Es ist niemand hier. Ja genau, mach dich mal unsichtbar. Und jetzt? Oh, Fiora wird revoked. Vielleicht mach ich doch mal wieder besser ein Spielchen. Leech of Legend. Weil eben sie reworked wird. Aber sie soll eben noch so schnell bleiben. Mal schauen. Ah, Zentralaltar. Ja, da gehen wir nach Ding. Schau mal. Ja. Gut so. Und immer wieder gekisst. Die ganze Zeit. So. Boah, der Bär. Nimm ab, Bär. Du bist zu fett. Okay, wenigstens ein Mann drauf. Sonst sähe es wahrscheinlich wirklich ein bisschen komisch aus, einem fetten Bär mit einer dünnen Frau. So, dann gibt's mal Hackfleisch. Hallo. Hallo, ich hab doch... Ich hab doch die Taste gedrückt, geht mir mal gar nichts. Momentan ist alles wieder am Lecken oder so.
Ah, das geht so entspannt. So mit Level 40 muss ich immer aufpassen, dass nichts passiert. Und jetzt geht alles so entspannt, weil man einfach stärker ist jetzt. So, erobern wir das fort. Ah, helft mir. Ja, helft mir doch. Halt mich. So viele sind hier drin. Okay. Und die anderen, die Blöden, sind hier nach rechts gegangen. Ah. Ich will wieder belebt werden, bitte. Das ist so nervig. Typhoon, die können die ganze Zeit Typhoon einsetzen, was so richtig fetten Damage macht. Ja. Hat keinen Sinn. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, hat das keinen Sinn. Ah, Mist. Dann lasse ich die mal den, die Forts hat bleiben. Sollen die, die das Fort wieder einnehmen. Weil ich einfach noch zu viel Damage bekomme von den ganz starken Sauber. Ja, Feuerball macht wahrscheinlich auch sehr viel Schaden. Oder ich habe wenig Feuerresistenz. Weil ich ja nur weiße Items habe, die schon auf Level 48 alt waren. Also was habe ich? 44, klar, Alter. 44, 46, 44. Ja, eben. Ich muss mich nicht darum sorgen zu überleben. Wenn ich halt das Opfer bin, dann bin ich das Opfer und schäbe ich halt, weil ich einfach Scheiße halt muss. Ganz klar. So. Hey, ich brauche Spender. Ihr müsst mir Ausrüstung spenden. Ausleihen und so. Verstehen? Versteht ihr Deutsch? Ich hätte so gerne das Gutes, aber nein. Ich finde nichts. Da muss ich es bekommen von den Leuten, die mich zuschauen. Die meine Let's Plays schauen. Nein. Muss ich nicht, aber wäre natürlich schön. Aber ich spiele das Spiel so, wie es eigentlich ja ist. Ohne Handeln und so. Ohne geschenkt bekommen. Dann bin ich ja der Schwächste von Level 51, aber... Ja, eben. Es ist für mich schon schön, wenn ich beschenkt hätte, wenn ich etwas kaufen könnte. Aber, ja, ich habe eben das Verlangen nicht dazu, sozusagen. Und, das macht mich halt schwächer in den Fortkämpfen. Das ist klar. Und auch im PvP machen, wenn es noch PvP gäbe. In diesem Spiel einfach. Weil die Leute immer zusammen eigentlich gehen. Kann ich da nicht irgendwo einen einzelnen rauspicken, außer ich level, kille Level Töter, ja. Aber nein, das ist nicht faires PvP. Das ist unfair. Leo rennt von mir weg. So. Den noch angreifen. Der Orange. Also, ja, ich muss mal schauen, wie lange wir aufgenommen haben. In dieser Schlacht haben wir so richtig viel, ja, dass ich einfach die Orientierung verloren habe. Und ja, wenn es noch nicht so lange ist, dann würde ich natürlich hier weitermachen, noch den Part zu Ende machen. Und sonst sage ich auf Wiedersehen, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.